Na, ihr kleinen Räuber, freut ihr euch auch schon so auf Pädophilenjäger, Halsabschneider und Bitches? Na dann mal los! Hallo, werte Ladies and Gentlemen, geil, dass ihr wieder dabei seid und heute geht's um Justin Pay. Justin Pay, wer ist das? Ja, das werde ich euch schon erzählen, sonst macht ja gar keinen Sinn, am Anfang einer News nur einen Namen zu nennen, ne? Justin Pay ist Bauarbeiter und lebt in Toronto, soweit so unspannend. In seiner Freizeit allerdings verbringt er Nacht für Nacht damit, sich als 9 oder 10 Jahre alter kleiner Junge auszugeben, also im Internet drinne, und macht sich damit freiwillig zum Opfer erwachsener Männer, die ihn sexuell belästigen wollen. Beziehungsweise das 9 oder 10 Jahre alte Kind, für das er sich ausgibt. Merkt er was? Justin Pay ist ein selbsternannter Pädophilenjäger in Toronto. Nun knallt er die Typen allerdings nicht ab. Nein, er verabredet sich mit ihnen und konfrontiert sie. Er konfrontiert sie mit dem Fakt, dass sie sich gerade mit einem 9 oder 10 Jahre alten Kind treffen wollten, um es sexuell zu misshandeln oder zu belästigen. Er selbst sagt, er hat schon über 160 Männer auf diese Art und Weise damit konfrontiert, einigen den Schock ihres Lebens eingejagt und er ist sich sicher, sowas läutert. Oder zumindest wird es die, die einmal in die Falle getappt sind, sehr, sehr daran hindern, das nochmal zu tun. Soweit zumindest die Theorie und vor allem die Hoffnung. Die Polizei allerdings hasst Justin Pay. Sie will ihn weghaben, sie will, dass er damit aufhört, denn er behindert und verhindert Ermittlungen. Und ich denke mir so, what the fuck, halt stopp, er verhindert Ermittlungen? Weil es nicht zu Ermittlungen kommt, weil er sich nur für ein Kind ausgibt und es erst zu Ermittlungen kommen würde, würde ein Pädophiler ein Kind misshandeln? Und das ist was Schlechtes? Nennt mich dumm, aber das verstehe ich nicht. In jedem Fall wird Justin Pay damit auf eigene Faust weitermachen, aber was haltet ihr davon? Ist sowas okay? Ist sowas cool? Ist der Typ ein Held? Oder soll er das gefälligst der Polizei überlassen? Was haltet ihr von der Vorgehensweise, die Täter damit zu konfrontieren? Haut ruhig mal in die Comments, lasst uns darüber mal schnacken, ne? Martin Shkreli oder Shkreli oder nennen wir ihn einfach Arschloch. Über Arschloch habe ich euch schon mal was erzählt. Es ist der Typ, der das Patent für ein sauwichtiges Immunsystem-Medikament, das zum Beispiel HIV-Patienten benötigen, erst erworben hat mit dem Plan, das Medikament von $13,50 auf $750 pro Pille zu pushen. Ein ehemaliger Banker halt, der in die Pharmaindustrie geht. Das kann doch nur behindert sein. Geistig. Auf sehr hohem Niveau. Echt, solche Menschen sind Moralkrüppel. Wie dem auch sei, dafür hat Martin Schrillen Arschloch schon ordentlich auf den Sack bekommen. Jetzt wird's noch ein bisschen geiler, denn der Schicksalsbumerang, den er geschmissen hat, war lange, lange Zeit genug damit beschäftigt, wegzufliegen, kommt jetzt zurück und trifft ihn quasi an der Kehle. Ein Konkurrenzunternehmen hat nämlich ein ganz ähnliches Präparat entwickelt und holt jetzt zum Gegenschlag aus, denn sie haben entschieden, dieses wichtige Medikament für knapp $1 pro Pille zu verkaufen. Wenn das passiert, hat Shkreli Arschloch halt, wir belassen es einfach dabei, nichts mehr zu melden. Und das gönne ich ihm, denn das Schicksal ist eine Bitch zu jedem, der es verdient hat. Dankeschön. Ach, heute ist so ein Was ist eigentlich aus XYZ geworden Tag. Petra Laszlo ist die ungarische Reporterin, von der ich euch auch schon mal was erzählt hatte, die dabei gefilmt wurde, wie sie auf flüchtende Flüchtlinge eintritt. Männer, Frauen, Kinder, Männer mit Kindern, ganz egal. Einfach richtig schön reintreten, sodass sie vor ihrem Dreck liegen. Darauf steht Petra. Daraufhin musste sie sich öffentlich entschuldigen und war für ihren Sender nicht mehr tragbar, hat also völlig zu Recht ihren Job verloren. Jetzt kann man natürlich Besserung geloben und traurig zu Kreuze kriechen in der Hoffnung, dass man irgendwo wieder einen Job bekommt, weil man sich ändert. Oder aber man macht's wie Petra Laszlo und verklagt jetzt Facebook, weil die unter anderem das Video halt nicht gelöscht haben. Vor allem aber verklagt sie den Mann, den sie in vollem Lauf in die Beine getreten hat, sodass er mit seinem Kind im Arm nach vorne mit der Fresse in den Dreck fällt. What the fuck? Falls ihr euch das jetzt gerade dachtet, ich auch. Sie begründet diese völlig absurde Klage damit, dass der betreffende Mann erst ausgesagt hätte, die Polizei hätte ihn zu Boden geworfen und sich erst hinterher dafür entschied zu behaupten, sie wäre es gewesen. Alter, what the fuck? Wie dumm bist du? Das ist keine Behauptung. Er wurde vorher doch von der Polizei festgehalten. Natürlich hat er das gedacht, bis er das Video gesehen hat. Und das ist keine scheiß Behauptung. Er hat sich lediglich geirrt und dann einen unumstößlichen Beweis gesehen. Verstehst du das? Nein, offensichtlich nicht, denn du bist scheiße dumm. Normalerweise sagt man ja immer, ja, auch solche Leute muss es geben, aber nein, muss es nicht. Jetzt kommen wir noch zu zwei Geschichten aus der Kategorie Net to Know. Vorher Disclaimer. Ja, ich weiß, der Sound hier ist noch extrem scheiße. Ich muss noch ein bisschen was tun. Was aber auch extrem scheiße ist,
sind Hasskommentare auf Facebook. Jetzt dachte man sich, hey, lass doch den Spieß umdrehen. Nutzen wir doch das Potenzial von Mobbern und rechten Idioten einfach gegen sie selbst. Die Aktion Hass hilft spendet für jedes gemeldete Hasskommentar 1 Euro an verschiedenste Organisationen wie beispielsweise Flüchtlingshilfe. Hass hilft finanziert sich durch Sponsoren und eben Spender. Das Ganze könnt ihr euch mal anschauen, habe ich unten verlinkt. Was haltet ihr von so einer Aktion? Ich persönlich finde es ziemlich witzig und ich hoffe wirklich, dass es was bringt, obwohl ja die ganzen Hetzer, Mobber und Idioten eh zu dumm sind zu raffen, dass sie damit etwas unterstützen, aber was soll's. Der Wille zählt und die Aktion ist ganz lustig, um Leuten mal aufzuzeigen, wie dumm sie eigentlich sind. Und was auch dumm ist, ihr der wie am Schnürchen heute, ist der krankhafte Magerkult, der jedem Mädchen bis heute immer noch einreden will, du musst unendlich spargeldürre sein, bis dein Arsch aussieht wie der eines 6-jährigen Jungen. Das findet offensichtlich auch die Sängerin Zendaya. Keine Ahnung, ich kenne die Frau nicht, ich finde allerdings gut, was sie gemacht hat. Die ist nämlich 19 und regt sich jetzt öffentlich extrem über Bilder von ihr auf. Die wurden nämlich retuschiert und sie wurde extrem dünner gemacht. Den retuschierten Bildern stellt sie in öffentlichen Netzwerken die Originalbilder gegenüber und prangert es an, dass sie A. nicht mal gefragt wurde und B. dieses völlig falsche, dürre Bild als Vorbild für Hunderttausende junger Frauen völlig abartig und dämlich ist und dafür, sag ich mal, Appläuse. Das war's auch schon wieder mit Net to Know und gleich kommt noch was total krasses, nie dagewesenes Moment. Ja, die Endcard. Ich habe euch alle angelogen. Ich bin ein schlechter Mensch. Aber hey, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Deshalb ein Daumen hoch für dieses... Ist egal, lass es einfach. Aber hey, Daumen hoch hilft mir sehr, freut mich wahnsinnig. Kurzer Klick, ich bedanke mich. Bis dahin, dort Dr. Freud. Unser Gaming- und Geek-Channel, gebt euch den mal da. Unsere Let's Plays, da unten meinen Vlogs. Krams, Gedöns und unten in der Videobeschreibung drunter sind sämtliche Themen verlinkt, aber auch ganz viele interessante Links in blau gehalten. Wundervolle Farbe. Könnt ihr alles anklicken, gibt's alles mögliche interessanten Schmarrn. Was gibt's noch? Dieses Headset ist kein Product Placement, ich feiere es einfach nur unendlich hart. Und es hat einen geilen Sound zum Musik hören. Und meine ersten Videos waren auch immer mit Kopfhörern drum, deswegen dachte ich, hey, neue Location, aber ich mach's mal ein bisschen nostalgisch. Bis dahin, The Floyd Army, es war mir wie immer eine Ehre, ein Video für sie gemacht zu haben. Community High Five, deshalb jetzt in 3, 2, 1.